Sie ist Topmodel, sie ist UNICEF-Botschafterin, sie ist Designerin und noch so viel mehr. Barbara Mayer bei mir beim Aderbeit Talk. Ich freue mich sehr, dass du den Weg hergefunden hast. Und vor allem, du bist ja quasi zu zweit hier. Gratulation an dieser Stelle. Ich bin zu zweit hier, danke schön. Da muss ich gleich so frech sein und natürlich fragen, du bist zum zweiten Mal schwanger. Wie geht's dir denn? Du siehst blendend aus. Also ich hoffe gut. Mir geht's tatsächlich echt gut. Also ich habe toi 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 bis jetzt keine Anzeichen oder keine Beschwerden, keine Übelkeit, keine Rückenschmerzen oder sonst irgendwas, war ich bei der ersten Schwangerschaft verschont und diesmal auch. Also es geht mir tatsächlich gut. Bin manchmal ein bisschen müde, aber es kann auch daran liegen, dass ich jetzt halt ein kleines Mädchen habe, die mich den ganzen Tag fordert, die nicht möchte, dass die Mama ein paar Minuten auf der Couch sitzt. Das ist halt der Unterschied zum ersten Mal. Merkst du auch emotional einen Unterschied zum ersten Mal? Geht man vielleicht ruhiger, entspannter an die Sache ran, weil du schon weißt, was dich im Groben erwartet? Auf der einen Seite entspannter, weil ich eben weiß, was passiert. Auf der anderen Seite ist jetzt einfach sehr viel mehr los, weil meine erste Schwangerschaft oder zumindest die zweite Hälfte war eigentlich im kompletten Lockdown oder zumindest im sehr, sehr runtergefahrenen Modus. Und ich habe wenig gearbeitet, weil einfach alle Jobs irgendwie verschoben worden sind. Und dieses Mal arbeite ich mehr. Dieses Mal habe ich eben ein kleines Kind, was viel Aufmerksamkeit will und auch verdient hat. Und das ist schon ein Unterschied. Da merke ich, dass ich eben einfach nicht mehr die Zeit habe, wie beim ersten Mal auf dem Sofa zu liegen, den Bauch zu streicheln, zu beobachten, Bücher zu lesen. Die Zeit habe ich jetzt einfach nicht mehr. Aber ich weiß ja eh ungefähr, was passiert. Aber das ist halt, man stresst sich dann auch nicht mehr so rein. Mhm. Und wie ist es für deine Kleine? Also sie sieht ja das Bäuchlein schon wachsen. Hast du ihr schon erklärt, es kommt ein Geschwisterchen? Wie freut sie sich vielleicht schon drauf? Ich dachte eigentlich, sie ist jetzt zwei geworden, dass sie das noch nicht so versteht, aber scheinbar doch. Also sie hatte letztens irgendwo so Socken gefunden, die waren sehr, sehr klein. Da habe ich gesagt, du, das ist für ein Baby, das kannst du nicht mehr anziehen. Und dann hat sie irgendwie in ihrem Zimmer so ein Häufchen gemacht, wo so zu kleine Windeln liegen, wo zu kleine Socken, zu kleine T-Shirts, das sammelt sie jetzt irgendwie alles und deutet dann immer auf meinen Bauch und sagt quasi, das ist für das Baby. Ja. Und irgendwie hat sie es schon verstanden. Letztens hat sie mir so einen Schnuller hier oben reingeworfen, dass quasi das Baby im Bauch einen Schnuller hat. Also irgendwie versteht sie schon, ja. Es ist natürlich, wird das dann eine ganz große Umstellung, wenn das Kind da ist, aber interessanterweise bekommt sie schon mit, was da so passiert. Ist deine Kinderplanung bei zwei abgeschlossen oder gibt es eine Option, dass du sagst, ich möchte eigentlich noch mehr Kinder? Mein Mann und ich werden immer gesagt, wir wollen so zwei oder drei Kinder. Mhm. Nach dem ersten ging es uns ganz gut. Also wir haben uns wirklich schön als Familie gefühlt und es war alles wundervoll. Aber wir haben gesagt, irgendwie, es hat sich angefühlt, es ist noch Platz für jemanden. Mhm. Und jetzt mit dem dritten Kind, ich glaube, wir werden einfach schauen, wie fühlen wir uns. Wenn wir das jetzt Gefühl haben, wir sind zu viert einfach komplett und es ist genau irgendwie richtig, dann wird es bei den zwei bleiben. Wenn wir das Gefühl haben, irgendwie fehlt noch was, dann sind es vielleicht drei. Aber das werden wir ganz, je nach Situation dann schauen, wie wir uns als Viererfamilie dann fühlen. Als Topmodel, wie tust du dir in Sachen Schwangerschaftsmode? Ist es für dich einfacher, weil du dich so gut mit Mode auskennst oder hast du dieselben Struggles wie andere Frauen auch? Ich weiß nicht, welche Struggles die anderen Frauen haben. Es ist für mich nicht so leicht. Mhm. Ich habe aus der ersten Schwangerschaft, weil die immer im Lockdown war, habe ich coole Jogginganzüge, die ich auf der Couch getragen habe, aber sonst nicht so viel. Wie wir alle. Und ich wollte jetzt immer noch so gerne so lange wie möglich meine normale Kleidung tragen, damit ich einfach auch aus dem Nachhaltigkeitsaspekt raus nicht so viel danach wegwerfen muss oder zu viel gekauft habe. Es wird langsam schwierig. Also jetzt ist der Bauch schon so groß, dass auch die Stretchkleider nicht mehr so ganz drüber passen. Und jetzt bin ich tatsächlich auch auf der Suche. Ich versuche, mir Kleidung zu kaufen, die ich danach auch noch tragen kann, also die einfach weiter geschnitten ist. Mhm. Aber so ganz perfekt ausgestattet bin ich noch nicht. Klar, so Schwangerschaftsjeans oder so Leggings und so muss man sich irgendwie zulegen. Das sind so die Basics, glaube ich, da kommt man nicht drum rum. Aber ich versuche noch, so gut wie möglich da durchzukommen. Also wenn irgendjemand Tipps hat, bin ich da gerne offen. Also Tipps für Barbara Mayer, bitte einfach in die Kommentare posten. Sie freut sich sehr darüber. Wir bleiben gleich beim Kinderthema. Du bist ja auch UNICEF-Botschafterin und du nimmst diesen Job auch sehr ernst. UNICEF ist eine großartige Organisation, die sich sehr für den Kinderschutz weltweit einsetzt. Welche Projekte liegen dir besonders am Herzen? Gibt es so etwas wie Lieblingsprojekte? Das ist sehr schwer, weil das einfach so ein großes Thema ist. Weil
Kinderarmut auch oder das ganze Thema Kindersicherheit und Kinderehen. Kinder auf der Flucht zum Beispiel, ja. Auf der Flucht, Kinderarbeit, das sind so viele verschiedene Bereiche, wo quasi die Arbeit mit dem Kind umfasst, dass es einfach sehr schwer ist zu sagen, das ist mir am wichtigsten. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen auf Bildung fokussiert, weil das eigentlich meiner Meinung nach so die Grundlage von allem ist. Also wenn man schafft, dass alle Kinder gleichberechtigt gute Bildung bekommen, dann kann man eben Zwangsehen ein bisschen vermeiden. Man kann diese Kinderarbeit vermeiden. Man kann Kindern helfen, aus der Armut rauszukommen. Weil das ist ja oft, wenn man irgendwie einmal da drin steckt, ist es einfach super schwer, ohne Bildung da rauszukommen. Man hat so diese vererbte Armut einfach. Und es ist für mich so diese Grundlage einfach von allem. Aber da sind wir noch ganz weit davon entfernt. Das kommt wirklich aufs Geschlecht drauf an, auf die ethische Zugehörigkeit, ob Kinder Bildung bekommen oder nicht. Und das ist nicht nur irgendwo in Afrika ganz weit weg, sondern ganz, ganz viele Länder leiden darunter einfach. Was kann man denn tun, um das zu fördern? Was sagst du, sind Maßnahmen, die Sinn ergeben würden? Also ich lerne ja bei UNICEF immer mehr dazu, seit ich Botschafterin bin, was man wirklich tun kann. Ich glaube, das allererste ist einfach mal so eine Bewusstsein schaffen bei den Menschen. Und da gibt es eben viele Studien, dass man auch einfach mal rausfindet, wo ist die Armut, in welcher Art gibt es die. Armut heißt ja nicht immer nur, es ist zu wenig Geld da, es heißt auch, ist Nahrung vorhanden, ist sauberes Wasser, ist Bildung, gibt es Sicherheit für die Kinder. Also das ist ja, hat ja viele Dimensionen, diese Armut. Und ich glaube, auf der ganzen Welt, wenn man diese mehrdimensionale Armut betrachtet, sind es 1 Milliarde Kinder, die darunter leiden. Und Wahnsinn. Das ist einfach eine riesengroße Zahl. Auch es sind, ich glaube, zwischen 60 und 100 Millionen in der Pandemie noch dazugekommen. Also das Thema wird schlimmer, einfach auch durch diese 2 Jahre, wo wir jetzt durchgegangen sind. Und ich glaube, wenn man dann erstmal sich dieser ganzen Thematik bewusst ist, dann muss man dieses Bewusstsein natürlich auch auf die Politikebene übertragen. Da kann man einiges tun, aber natürlich, wenn Menschen so Organisationen wie UNICEF unterstützen, kann man da einfach auch viel dazu beitragen, weil die natürlich genau wissen, in welchem Land welche Maßnahmen sind da genau richtig. Weil man kann nicht welche werden jetzt gerade gebraucht, ja. Man kann nicht ein Konzept auf alle Länder anwenden, sondern man muss wirklich vor Ort genau schauen, was braucht welches Land, welche Region? Wir haben ja auch einige Bilder von UNICEF geschickt bekommen und ich bin noch nicht Mutter, ich bin nur Tante und selbst bei mir hat das etwas verändert, seitdem ich Tante bin, dass ich mir denke, wie glücklich ist meine Nichte in Österreich, in unsere Familie hineingeboren zu sein. Wie geht's dir als Mama, wenn du diese Bilder siehst? Also mich hat das früher auch immer getroffen, natürlich, also ich glaube, niemanden lassen solche Bilder irgendwie kalt, wenn man so Kinder sieht, die wirklich hungern. Aber wenn, ich habe jetzt so den direkten Vergleich, ich weiß noch, wie ich Marie-Therese gestillt habe und sie hat mal irgendwie zu wenig getrunken oder mal eine Mahlzeit ausgelassen, was ich mir da für Sorgen gemacht habe oder dann die Hebamme angerufen habe und gesagt, was kann ich tun und sie trinkt nicht richtig und das war eine Mahlzeit. Also wo ich mir jetzt natürlich auch Sorgen mache, was darf sie schon essen? Ist das Stückchen zu groß, wo sie runterbeißt? Hat sie genug? War das auf dem Teller die Portion zu groß, zu klein? Man denkt sich den ganzen Tag, macht man sich irgendwie da so Gedanken drüber. Und wenn ich mir dann immer vorstelle, zum Beispiel im Süden von Afrika, das sind die Mütter, die ihren Kindern einfach kein Essen geben können, die solche Probleme wahrscheinlich gerne hätten, die ich habe, die zuschauen, wie ihr Kind verhungert und stirbt, wo du natürlich als Mutter deinem Kind alles geben würdest. Du würdest immer dem Kind zuerst das Essen geben, auch wenn du selber dann nichts hast. Aber die können ihrem Kind einfach nicht helfen. Die müssen zuschauen, wie es verhungert. Und da geht es bei mir nicht nur so aus der Kindersicht, sondern ich denke mir auch, wie muss es den Müttern gehen? Das trifft mich irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise, weil ich so den Vergleich habe, weil ich weiß, wie fühlt man sich als Mutter. Wenn mal eine Kleinigkeit nicht stimmt und dann wie schlimm es eigentlich für diese Mütter sein muss, die im schlimmsten Fall ihr Kind verlieren. Ja, oder ich sehe, wie meine Tochter einen kleinen blauen Fleck am Knie hat und mache mir schon Sorgen, ob es alles okay ist. Und das sind Kinder dann teilweise, die arbeiten gehen müssen in jüngsten Kindheitstagen, die schwere Arbeiten verrichten müssen. Also das kann man dann ganz anders verstehen, wenn man sich wirklich, wenn man das tagtäglich auch so beobachtet, wie man sich selber fühlt. Und das war für mich dann auch ein Grund, wo ich gesagt habe, das macht für mich jetzt viel mehr Sinn, mich auch jetzt quasi mit UNICEF
da einzusetzen, als es vielleicht früher gemacht hätte, weil da habe ich es einfach nicht so verstanden. Da habe ich zwar natürlich, klar, es ist kenne ich bewusst, Kinder, aber man kann das sich vielleicht nicht so stark hineinfühlen. Ja. Ja. Ein Thema, das dir auch sehr wichtig ist, und das hat man vorher schon hinausgehört, das Thema Fast Fashion und Nachhaltigkeit. Denn auch die Modeindustrie ist ein großer Treiber von Armut. Es wird billig produziert, es wird billig in Schwellenländern produziert. Und ein großes Problem ist eben auch Kinderarbeit, dass in vielen Fabriken es immer noch Kinderarbeit gibt, obwohl sie verboten ist, dass wir nie einen Nachweis haben können in Wahrheit oder selten einen Nachweis haben können, woher kommt mein Kleidungsstück und alle Komponenten davon. Wie kann man da mit dem Thema umgehen? Du bist ja trotzdem eine modebewusste Frau, du bist trotzdem noch Model und Testimonial. Hast du deinen Weg da gefunden? Ich habe da erst sehr viel lernen müssen. Also mir war ganz viele Jahre überhaupt nicht bewusst, welche Probleme im Arbeitsschutzbereich oder Kinderarbeitsbereich es da gibt, aber auch im Umweltbereich, also wie umweltverschmutzend die Mode wirklich ist. Das ist die zweitumweltverschmutzendste Industrie auf der Welt nach dieser Erdölindustrie. Das wusste ich alles nicht. Also ich habe wirklich erst gelernt. Und da ging es bei mir dann los, dass für mich Mode einfach wieder einen anderen Stellenwert hatte, weil es irgendwie Kleidung, ich weiß nicht, wann das passiert ist, so ein Wegwerfprodukt geworden ist. Also absolut. Ganz viele Jugendliche tragen Sachen einmal und die Qualität ist dann auch so schlecht, dass sie es einfach gleich wegwerfen müssen. Gleich wegwerfen tun. Müssen. Und natürlich auch der Preis, der so günstig ist, dass es teurer ist, etwas reparieren zu lassen, zum Schneider zu bringen, als sich ein neues Teil zu kaufen. Ja. Absolut, ja. Und ich glaube, wenn wir mal wieder merken, dass Mode einfach so ein Wertprodukt mal war und auch eigentlich sein sollte. Das ist so der erste Schritt. Ich finde, es geht immer mit so einem Bewusstsein los. Und dann hat sich bei mir einfach auch im Privaten ganz viel verändert, dass ich mir Dinge kaufe, die zu mir passen und ich gar nicht mehr so viel Wert drauf lege, welche Trends gibt es gerade. Also ich habe so eine Schlaghose im Schrank, die habe ich jetzt irgendwie seit 10 Jahren da, aber die gefällt mir und es war mir total egal, ob die in ist oder nicht. Ich habe die weitergetragen und ich habe halt Sachen, die passen zu mir. Und die werde ich auch ewig tragen. Und wenn irgendwie so Freunde aus der ganz tiefen Modebranche sagen, das ist nicht mehr im Trend, das ist mir eigentlich egal. Wenn ich weiß, die Farbe steht mir, der Schnitt steht mir, dann bleibt das auch länger. Und ich glaube, wir müssen einfach so ein Bewusstsein wieder haben, Dinge, die lang bei uns bleiben, irgendwas reparieren lassen, wie du sagst, oder mit Freundinnen tauschen. Dann hat man auch immer wieder was Neues im Schrank und die freuen sich vielleicht auch. Secondhand ist jetzt ja wieder zum Glück ein Trend, der da wieder kommt. Wir nennen es jetzt Vintage. Genau. Vintage. Aber das ist ja auch was Tolles. Also ich habe letztens ein richtig, richtig cooles Kleid. So ein, das warte ich noch drauf, wenn ich nicht mehr schwanger bin, dass ich es tragen kann. Das auch sehr viel günstiger war, als hätte ich es mir neu gekauft. Und ich bin mir sicher, die Vorbesitzerin hatte das nicht oft an. Du hast sogar ein Projekt und das heißt Grüner Knopf. Was ist der grüne Knopf und was, glaubst du, kann man damit verändern oder was kann man damit bewirken? Das ist ein Siegel von dem deutschen Entwicklungsministerium, weil der ehemalige Minister, der Dr. Gerd Müller, gesagt hatte, er möchte ein Siegel, wo eindeutig ist, das ist nachhaltig. Weil es gibt so viele verschiedene. Das eine konzentriert sich eben auf Arbeitsbedingungen. Das andere ist vielleicht nur ein Bio-Baumwoll-Siegel. Das andere geht nur auf die Rohstoffe. Es gibt so viele Siegel, dass sich eigentlich ein Käufer im Geschäft gar nicht auskennt. Und dieses Siegel soll damit sagen, quasi, wenn ich das kaufe, ist ein Großteil schon mal okay. Also man kann nie 100% wirklich perfekt produzieren, weil dann müssten wir wahrscheinlich im Wald leben und uns irgendwelche Blätter umhängen. Aber es gibt auf dem Produktionsweg, der ein sehr langer ist, von der Stoffherstellung über das Weben, über das Färben, gibt es ja viele Produktionsschritte, die man verbessern kann. Genau. Und wahrscheinlich darauf achtet dann auch das Siegel. Genau. Und es soll wirklich halt helfen, weil es ein staatliches Siegel ist, dass man einfach im Geschäft sieht, das ist nachhaltig. Und da habe ich jetzt eben mit Lidl eine Mama-Kind-Kollektion gemacht. Das hatten wir letztes Jahr auch schon, da war es für Babys. Dieses Mal ist es ein bisschen für ältere Kinder. Das macht mir natürlich Spaß, wenn ich so den Nachhaltigkeitsgedanken, aber auch mit meinen Ideen irgendwie verbinden kann. Und wenn dann meine Tochter irgendwie ein Kleid da anhat aus meiner Kollektion, das ist schon für mich schon mal noch mal was ganz Besonderes. Da passe ich auch drauf auf. Also das zieht sie dann nicht unbedingt an, wenn sie im Sandkasten ist, weil ich möchte schon, dass das schön bleibt. Das darf dann nicht so dreckig werden. Ganz viele Fotos werden gemacht wahrscheinlich. Das, weil wir dann halt so im Mama-Kind-Look sind. Und ich merke auch, das will sie manchmal. Also letztens wollte sie sich unbedingt umziehen, weil sie gesehen hatte, ich habe das eine Kleid an, dann wollte sie genau das Gleiche anziehen. Du und ich dachte nicht, dass sie mit 2 Jahren schon
so ein Bewusstsein dafür hatte. Ich dachte echt, ich kann ihr jetzt noch ein paar Jahre alles anziehen, was mir gefällt, aber es hört jetzt schon auf, merke ich. Da weiß ich schon, von wem sie den Modegeschmack geerbt hat. Wir bleiben auch beim Thema Mode. Ein großes Projekt steht für dich noch an, die Vienna Awards. Ich glaube, am 7. September, wenn ich richtig liege. Bis dahin wird der Bauch natürlich noch wachsen. Ist das eine extra Herausforderung, schwanger zu moderieren? Das haben mich jetzt schon mehrere gefragt, weil ich noch ein paar andere Projekte auch habe. Das sehe ich jetzt gar nicht so als Herausforderung, weil es mir einfach sehr gut geht. Ich bin sehr fit und außer der Bauch, dass der wächst, spüre ich gar nicht wirklich, dass ich schwanger bin. Für mich ist echt die große Herausforderung, wie finde ich ein Kleid, in das ich da noch reinpasse. Ah ja, weil du kannst jetzt ja kein Fitting machen, denn im September wird das nicht mehr passen. Genau. Also ich habe letztens auch gemerkt, hatte ich ein Kleid probiert, eine Woche später hat es einfach nicht mehr gepasst. Scheinbar macht der Bauch manchmal so einen Schub und dann auf einmal ist er halt viel größer. Ja, das wird noch spannend. Aber das ist eher so dieses Thema, da werde ich auch eine Lösung finden. Aber das Moderieren, das wird, glaube ich, ganz gut werden. Und sollte ich irgendwo einen kleinen Fehler machen, glaube ich, verzeiht man mir das dann eher. Das stimmt. Ja. Deswegen bin ich da ganz entspannt. Sehr schön. Wir freuen uns schon sehr darüber. Meine allerletzte Frage und dann lasse ich dich auch schon ziehen. Du bist ja bekannt geworden bei Germany's Next Topmodel oder durch Germany's Next Topmodel. Und meine Frage ist, ob du es nochmal machen würdest. Und die zweite Frage ist noch, wenn wir jetzt sehen, wie viele Projekte du hast und wie breit du dich schon aufgestellt hast als Testimonial, als Werbebotschafterin, als UNICEF-Botschafterin, inwiefern man es schaffen kann, sich so eine Marke wie du aufzubauen. Denn viele dieser Mädchen und auch der Gewinnerinnen und der Top 3 verschwinden, aber du bist einer der wenigen, die sich wirklich diese Brand Barbara Mayer aufgebaut hat. Zum ersten Teil, ich würde das, glaube ich, wieder machen. Natürlich ist, wenn man als Model arbeitet, auch der Schritt in die Öffentlichkeit nicht immer leicht. Das hat schon dazu geführt, dass ich sehr schwierige Zeiten auch gehabt habe. Es ist nicht immer alles easy, gerade wenn man irgendwie allein als junges Mädchen, ich war 20 Jahre, trotzdem ist man noch nicht so gefestigt, wie, kann ich jetzt sagen, mit über 30. Wenn man da allein in Paris ist, in Mailand, jeden Tag bei 12 Castings irgendwie eine Absage bekommt, das ist ein sehr, sehr schwieriger Job. Das ist nicht immer leicht, auch diese ganze mediale Aufmerksamkeit. Aber ich war für mich immer der Meinung, dass alles Positive, aber auch alles Negative, ich daraus was lernen kann und dass mich das weiterbringt. Und ich habe natürlich auch ganz, ganz, ganz tolle Sachen erleben dürfen, wo man sonst vielleicht keinen Zugang hätte, wo ich eben, weil ich da vielleicht gearbeitet habe, sehen durfte, einen Blick hinter die Kulissen machen konnte von vielen Dingen. Das sind schon Sachen, die ich sehr, sehr schätze. Also ich habe einfach viel erlebt, viele Dinge, die mich irgendwie geprägt haben. Deswegen würde ich das unbedingt wieder machen. Vielleicht, jetzt dürfen wir auch ältere Teilnehmer, vielleicht komme ich einfach nochmal. Vielleicht gibt es mal so eine Best-of-Staffel. Und zum Thema Branding, wie hast du es geschafft? Warum hast du es geschafft und andere nicht? Ich habe mir das nicht so bewusst vorgenommen. Bei mir war es einfach, ich bin von Anfang an, ich habe einfach nochmal von vorne angefangen. Ich habe nicht nach der Sendung gesagt, so jetzt habe ich was erreicht und wo sind meine Jobs, sondern ich bin nach Paris gegangen, nach Mailand, Athen, Istanbul, auch so nicht ganz so glamorous Modecities, aber wo ich wirklich den Job gelernt habe, wo ich viele Shootings hatte, die nicht so aufwendig und nicht so schön und glamourös waren wie vielleicht bei Topmodels, sondern die einfach ganz normale Modeljobs waren. Und da habe ich sehr, sehr viel gemacht. Und natürlich, die sind nicht so spannend, aber da lernt man so dieses Handwerk. Das war für mich das Wichtigste, dass ich da einfach anfange wie jedes andere Model auch und quasi nochmal bei Null starte und einfach meinen Job richtig lerne. Ja. Weil klar, man macht da vielleicht 12 tolle Shootings, aber nach 12 Shootings kannst du den Job nicht. Ja, das Handwerk ist noch nicht da. Und da habe ich dann einfach angefangen und ich weiß nicht, warum es funktioniert hat, dass es so viele Jahre jetzt ja schon geklappt hat, aber ich habe bei jedem Job, wo ich gemacht habe, wirklich mir immer gedacht, ich möchte mir einfach selbst treu bleiben. Ich habe nie irgendwie Produkte beworben, hinter denen ich nicht stehen kann. Ich habe viel abgelehnt, wo ich gesagt habe, das passt nicht zu mir. Vielleicht liegt es daran, dass ich wirklich immer bei mir geblieben bin. Also fleißig und authentisch sein. Das war eigentlich dein Geheimrezept. Es hat für mich funktioniert, ja. Ich weiß nicht, ob es bei jedem quasi das gleiche Geheimrezept wäre. Für mich hat es funktioniert. Liebe Barbara, danke dir fürs Interview. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit deiner Schwangerschaft, dass du sie genießen kannst in diesem wunderschönen Sommer. Und wir sehen uns spätestens im September wieder bei den Vienna Awards. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Dankeschön. Boom, 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 boom.